Meine lieben Blowies, und heute spielen wir wieder Mass Effect Dramele Frally. Auf alle Fälle, was letztens geschah, das wisst ihr ja noch. Wir haben jetzt genau 6 Likes, wie ich es wollte. Da bin ich richtig, richtig froh darüber. Ja, und ein Dislike. Wundert euch nicht, aber ich kann sowieso so denken, ich glaube, ich weiß, wer dieser Disliker ist. Naja, wenn er meint. Yo, mein Lieber, hab ich ja schon gesagt. Auf alle Fälle, heute geht's endlich los mit den Abenteuern. Yay! Oh, es kommt jetzt noch mehr Gerede, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr, also wenn ihr Dampfer seid und wenn ihr Ringe könnt. Wenn ja, dann einmal Hashtag Dampfer. Kommentare runter. Falls ihr euch fragt, welchen ich habe, ich habe die Alien Smoke 220 Watt. Finde ich ein schönes Modell. Liquid. Na, selbst gemixt, kann man nichts großartig dazu sagen. Ja, jetzt sind wir wieder drinnen. Einen epischen Lauf legen wir jetzt hin. Kennt ihr diese Filme, wo man so ganz langsam, wo sie so wirklich zeitloopmäßig schon laufen? Alter, das ist kotzt so an. Alter. Na komm, lauf, lauf, lauf. Also dann, der braucht eine Treppe hochzukommen. Ja, was ist denn heute los? Also mal euch nicht, ich nehme gerade in der frühen 5 auf. Also eigentlich mache ich ja schon 2 Nächte jetzt durch. Wegen dem Projekt, was ich am Laufen habe. Festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ja, okay, dann. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo Jeff, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ich arbeite mich nach oben. Ja. Egal, ich arbeite mich nach oben. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin, mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Okay. Mich juckt es in den Fingern. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel ist meine Crew. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. 3 schöne Weiber. Okay, außer die eine, die ist es nicht so schön. Es wurde für ein Pathfinder optimiert. Naja, Vorkehrungen sind selten Alien. Kann man für so was Großes überhaupt bereit sein? 2 schöne Weiber. Das war's. Ja, das hört sich gut an. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Nein. Das hört sich am besten an. Es mag düster aussehen, aber wir sind so weit gekommen. Wir kriegen das hin. Alles klar? Zeigen wir dieser Galaxie, was wir drauf haben. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Flugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Also auf jeden Fall alle Grüße, also einen guten Gruß, geht raus an SDIL. Also ich will es jetzt nicht aussagen, weil ich habe Angst, dass ich es
Irgendwie falscher Sprech, so hört sich's besser an. Nach Eos. Auf jeden Fall, ja, der fliegende Vibrator wird eindeutig in die Geschichte zwei eingehen. Ich habe zwar keine Ahnung. Aber wirklich, dass der jetzt so ausgeschaut. Ich kann dagegen Hello, nichts machen. Bringen Sie uns hin. Ja, aber stell dich mal, das hat so ausgeschaut wie so ein Vibrator aus der, keine Ahnung, welcher Welt da. Alter, die Cats, die wissen, was sie damit anstellen, ja? Mann, warum immer Schluck auf bei jeder Aufnahme? Wirklich, es ist jedes Mal das Gleiche. Ich nehme auf, Schluck auf. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung EOS. Nein, was? Das sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Sam, die Frequenzerfassung geändert. Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich muss empfehle einen Timer eine einstellen. Untersuchung von EOS. Na, mir ist... Das ist ein bisschen unwohl. Ich habe jetzt so ein gutes Zeitgefühl, dass ich immer sagen kann. Ja, in einer knappe halben Stunde will ich aufnehmen. Mal schauen. Erstmal scannen wir hier mal ein bisschen was, aber ich glaube, das ist der kleine Punkt daneben. Das da. Das. Ich schaue jetzt mal nach. Das ist nämlich wichtig. Ja, weil ich wollte euch ja noch zeigen, wie man diesen Teil hier. Also im Laufe, wenn ihr weiter schaut, da wird ihr bemerken, dass ich irgendwann OP bin. Also das heißt, dass man mich nicht mehr töten kann in diesem Spiel. Das werde ich euch aber im Laufe der Zeit echt zeigen können. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich mir zuzuschauen. Das sage ich euch am Ende. Wenn ihr euch dann auch Mass Effect da drauf wiederholt, dann wisst ihr, wie man OP wird. Muss nie wieder tausendmal eine Mission wiederholen. Muss nie wieder warten, bis irgendwas passiert. Ist einfach alles ganz chillig. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Ah, drüben steht da drüben stehen die Daten. Werden wir zweifellos auf Cat treffen. Ja. Haben sie doch gesagt, auf dem ganzen Cluster verteilt sind diese Rüpel. Eine Pistole. Naja, ich bin jetzt so der Pistolen-Fan. Eine Shotgun würde mir schon mehr Spaß machen. Habe ich sogar eine? Ja, ich habe eine Shotgun. Shotgun, bestes Teil im ganzen Spiel. Werdet ihr jetzt dann auch herausbekommen, warum ich das sage. Das stimmt nämlich auch, was ich gerade gesagt habe. Das waren keine leeren Worte. Das wird noch die beste Waffe im ganzen Spiel. So. Da machen wir jetzt. Okay, obwohl. Vielleicht schauen wir mal. Nein. 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 Hey, was soll denn hier anders sein? Okay. Ich will mich einfach bloß verarschen. Schutzschild und Brandmunition. Ja. Passt schon so, wie es ist. Nicht so wichtig, ich werde jetzt erstmal auf... Oh, endlich ein neuer Planet, Alter. Endlich, mein Abenteuer beginnt. Die ersten drei waren ja... Kello? Rein technisch nur Gelaber. Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Ja, mir ist auch so schleierhaft. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Okay, was ist jetzt los? Ja, was wird denn vor allem neben uns? Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Okay. Mir hat jemand geschrieben. Tut mir leid. Alles okay? Das ist mein Job als neuer Pathfinder. Ich habe die Ausbildung, die Leute, ein Schiff. Wir schaffen das. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können. Jo, also ich habe jetzt überlegt, der Markt, den kenne ich ja persönlich auch. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder also hören wollte. Insgesamt drei Stück von meinen Abonnenten persönlich bisher. Also jetzt sagen wir mal, hallo, Mark. Also das ist dieser, was ich halt vorhin gesagt habe. Kein Problem. Auf jeden Fall. Yo, was geht ab? Ich habe dich gerade mein neues Video gegrüßt und du bist gerade mitten fett in der Aufnahme das. Drin. Oder? Und ja, die schauen sich dabei die Landung an auf den schönen Planeten mit schönen Weiber. Mit zwei Stück. Das dritte schaut aus wie ein Gollum. Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Egal, wird mir schon keiner böse nehmen. Da,
setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Also das ist gleich was, man kann hier jedes Weib verführen, auch jeden Mann, aber ehrlich gesagt, ja, schwul bin ich schon mal nicht. Also werde ich das wahrscheinlich auslassen. Auf jeden Fall werde ich euch das alle zeigen, wie man das macht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein paar Leute, wo es aussehen wollen. Also ich fand es immer lustig, als kleine Abwechslung von den ganzen Dramen, was da gibt. Da kommt auch mal was Lustiges dazu. Mann, ist der Helm schmutzig. Ich hätte es nicht sauber machen können, bevor wir landen, ne? Da sind wir schon am neuen Planeten. Also das ist schon mal Eosk. Schaut ja aus wie so ein... Ja. Schaut aus wie bei uns in der Wüste. Ja, überall. Zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Okay, er hat bisher noch nicht geschrieben. Die äußeren Bedingungen und letztlich auch feindselige Auseinandersetzungen unvollendet. Und ja. Ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Alles klar, das ist wie jedes Fall in der Aufnahme mit drin, kannst du dir mal anhören. Jeder Außenposten wird autark verwaltet. Scheiße, weißt du, dieser Sam, Alter, dieser Sam geht mir richtig auf die Eier. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Ja, komm, du mit deinen Codes. Mach mal Pistole da, Pistole hier. Stimmt, mach mal Shotgun hier, Shotgun da und dann ist es Katar. Weißt du? Ah, jetzt. Also wir hören uns jetzt noch einmal die Audio an. Gollum? What the fuck? Na toll, Alter. Wann kommt die Aufnahme online, Benny? Ich will die anschauen jetzt heute noch. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Heute noch für cool? In 2 Jahren da auch. Der müsste uns helfen reinzukommen. Geht, okay. Auf jeden Fall einer meiner besten Freunde. Dieser Freund habe ich bisher noch nie verraten. Noch nie. Ja, deswegen. Gib mir jetzt noch eine letzte Audio und dann geht's gleich weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, die kommt jetzt dann sowieso heute, weil heute haben wir die 6 Likes erreicht. Deswegen kommt die gleich halt online. Ja, ich muss bloß noch halt die paar Minuten aufnehmen, weißt du? Die 25 Minuten. Und dann halt dazu schneiden und tintantau und dann zusammen und dann bin ich fertig. Yeah! Also ich schreibe die auf jeden Fall, wenn sie online kommt. Also nochmal gesagt, Grüße gerne an dich raus, Marc. Hinterlasst wie immer schöne Kommentare. Hey, was ist jetzt? Zuerst soll ich dahin, dann soll ich dahin, dann könnt ihr ja entscheiden. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Okay, Dummheit. I'm sorry, das war die Dummheit von mir. Einmal hier aufmachen. Ganz kurz abscannen, weil das ist sehr... Oh, guck. Diese Punkte sind so wichtig, dass man OP werden kann in dem Spiel. Für die volle Funktion... Und du schon die Waffe? ...Fähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energie-Relais-Station erforderlich. Okay. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Na, Frali, das hören wir gleich auch. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten. Ach so, ne, dass alle wirklich tot sind. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien. Ich habe ein partielles Loch, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Schwärme. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Es ist sehr doof hier zu laufen, ehrlich gesagt. Weil es halt ziemlich lang braucht, bis man von Ort zur Stelle ist. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Problem. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne... Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Ja, ist okay. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen. Hey, ein Student, mal die Waffe. Schutz vor der Strahlung. Werden aber nicht mehr lange halten. Ja, wenn die es weitermachen, kann ich gar nicht mehr reden. Jetzt muss ich wieder reden. Kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute. Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt.
Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Clancy, als ob das okay. Viel ändert. Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Überlassen Sie die Cats echt mir. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Ach. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Also auf alle Fälle, jetzt gehen wir den Tiger reizen. Oh, ich habe die Waffe gezogen. Das war nicht gerade das, was ich machen wollte. So, machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich kann doch bestimmt scannen, oder? Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung erhalten. Eieiei. Was ist das wirklich am Arsch der Welt nach oben auf? Hey. Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy. Hat er dem Außenposten-Team angehört? Nein, Pathfinder. Ja, auf das Schiff kann ich sogar laufen. Das kommt echt nicht auf jeden. In jedem Spiel. Kann ich dich auscannen? Hauptsache scannt. G-scannt. Na ganz kurz, ich kann auch bestimmt hier unten auch noch was scannen, oder? Wir haben Gesellschaft. Hä? Ich bin noch gar nicht fertig. Wir haben schon Gesellschaft. Ja, scheiß drauf. Die kleine Gesellschaft, okay. So. Jetzt müssten wir die Energieversorgung in der Relaisstation wiederherstellen können. Generator läuft. Boah, super. Okay. Die Steuerung ist noch ein bisschen Gewöhnungsphase. Nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energie-Relaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Gehen wir schnell. Jetzt gehen wir nach oben, tun es aktivieren. Ich sag, da ist noch ein Behälter. Also es ist ganz wichtig, dass ihr immer diese Sachen aufsammelt, weil ihr braucht wirklich das Geld. Aber ich zeige euch noch einen Glitch, wenn der noch nicht gepatcht wurde. Wie ihr ganz viel Geld bekommen könnt. Ganz schön viel. Könntest du vielleicht deine Waffe wegpacken? Mal schauen, wie es geht. Okay, gut. Ich glaube, das Spiel hat schon erkannt, dass ich jetzt meine Waffe wegpacken möchte. Jetzt habe ich irgendwo so eine. Sie haben alle Cat erledigt? Ja. Benutzen Sie das Cat. Energierelais. Ach, haben die sich angekettet an der Wand oder was? Mit diesem riesigen Vibrator. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Okay, jetzt will ich mich auffragen, wo man sie genommen hat. Dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen denn? Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Alter, aber kein Scheiß. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Mit denen bin ich mir nicht so sicher. Nein, das ist nicht das, was ich gebrauche. Also ich suche halt immer ganz bestimmte Sachen. Ich kann jetzt mal eine Sniper einpacken, ne? Ah, ich bin jetzt so der Sniper-Typ. Kann sich mal vielleicht ganz kurz die Waffe sehen hier? Oder muss ich 2 Jahre warten, dass ich die Waffe sehen kann? So, ganz kurz meine Güter hier verkaufen, die was in dem Brach. Cool. Das die Waffe will irgendwie nicht laden. Also scheißen wir einfach mal drauf. Müssen wir nicht unbedingt. So, ganz wichtig. Abscannen. Okay, da ist was. Ist wieder ein Behälter, da wo irgendein Scheiß drin ist. Aber wir brauchen leider das Geld. Jetzt noch. Warum redet er jetzt nicht mehr? Hallo? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geordnet. Er hat eiskalt nicht mehr geredet. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es warum blinzelt der so oft? Welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern.
Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Definitiv. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Das ist nicht gut. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Das bedeutet, wenn ich da reingehe, dann sterbe ich. Dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Clancy, ja, da ist... Die Lebensfähigkeit ist hochgegangen. Jetzt, und ach, halt doch mal, du kannst kurz überhören. Wenn die Versorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Yay, ich kann Gebäude untersuchen. Aber ich habe leider nicht genügend Zeit dafür. Also normalerweise, wo ich das allererste Mal gespielt habe, da habe ich alles untersucht. Habe alles, jede Kleinigkeit auf den Kopf genommen. Aber hier ist wirklich nichts Besonderes drinnen. Sonderanforderung. Geländegängiger Späh-Rover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Ich glaube, ich sabbere gerade ein wenig. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Ja. Das ist immer diese Frage hier, Alter. Die reden so viel, ich weiß gar nicht. Jetzt halt doch bitte irgendwann mit deinem Waffel. Das Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Ja, das ist wirklich für unser Erfolg. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Ich weiß schon, wer das ist. Auf jeden Fall. So, schauen wir ja schon den Behälter nach. Vielleicht haben die irgendwas, was wir... Ach, ich nehme einfach alles mit fertig. Ich mache es mal ein bisschen leichter. Irgendwas muss in diesem Forschungszentrum Wichtiges drin sein, sonst müsste ich ja nicht. Dateien, nicht so wichtig. Aber ich will euch halt so gut wie möglich halt zeigen, wie das Spiel ist oder so. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut, was ich gefunden habe. Das hättet ihr auch im Laufe des Spiels mitbekommen. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Hört sich krank an. Gut an. Schauen wir auch gleich. Ah ja, jetzt forschen. Also, ich zeige euch jetzt gleich mal, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen erstmal die Scattershot. Ist noch. Okay, das letzte ist noch nicht verfügbar, aber das wird noch. Das wird noch. Aber zu, ja, ich brauche den ganzen Scheiß hier nicht. Eine ganze Einführung brauche ich jetzt nicht. Ich zeige euch jetzt das erste Teil, was ihr zu 100% benötigt. Ist es hier nicht drin? Okay, dann ist es wahrscheinlich hier dabei. Nein. Da ist es. Das ist das erste Teil. Oder ist das? Ganz kurz. Muss gerade schauen, ob das nur wirklich. Ah, ich glaube, das war das hier. Ich glaube, das war das hier. Wenn man dieses kleine Teil da unten verschwenden würde. Hallo. Aber jetzt Glück, ist es jetzt weg. So, jetzt kann ich nachgucken. Ja, das ist das hier. Einmal das da müsst ihr unbedingt. Braucht's ja. Und das andere kann ich gerade noch nicht herstellen. Aber es braucht nicht mehr lange, da kann ich es auch herstellen. Oder vielleicht ist es doch hier. Nein. Also es ist noch nicht hier, aber das war schon mal das erste Teil. Das braucht ihr zu 100%. Upsi, sorry. Hab mein Mikrofon geschlagen. So, Gamma.
Reiß mal los, rennen wir. Run, Forest, run. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Cool. Wie funktioniert das jetzt? Achso, automatisch. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Yay, Nomad. Ich hab keine Ahnung, was Nomad ist. Egal, Nomad. Yay. Ach ja, ihr wisst ja, dass ich auch noch einen zweiten Kanal habe, mitmache. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, aber ich weiß auch nicht, ob da noch Videos hochkommen werden. Das wird sich im Laufe der Zeit irgendwann herausstellen. Okay, warum fährt er automatisch? Das ist gar nicht gut, wenn so ein Teil automatisch fährt. Ist da schon jemand drinnen? Fährt er einfach so automatisch raus, oder? Sam, warst du das? Also, ich habe mich eigentlich schon jetzt schon gefragt, warum das einfach so automatisch rausfährt. Ist hier vielleicht noch irgendwas Wichtiges? Schauen wir mal auf eine Kiste. Okay, hier scheint nichts mehr Wichtiges zu sein. Ich weiß es aber nicht. Ich muss mich aber auch ein bisschen checken. Ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wie ich Ewigkeit irgendwas suche. Nomad, okay. Gas geben. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Naja. Das ist ein bisschen komisch zu fahren. Sehr komisch zu fahren. Was ist das? Nein. So. Okay, auf Kreis auszusteigen, das bin ich jetzt nicht so gewohnt. Weil jeder, der GTA spielt, der steigt aus einer anderen Taste aus. Also nochmal einsteigen geht ja natürlich auf Dreieck. Aber aussteigen nicht. Sonst gibt man ja schon Gummi. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Also Gefahrenstufe 1, ich glaube, das geht noch. Oh. Oh. Alter. Okay, hier sind auf jeden Fall komische Tiere. Die sollte ich vielleicht scannen. Kampfbereit machen. Oh Mann. Ich wollte dieses Kackviech scannen. Nicht, dass du es tötest. So, jetzt hat. Kann auch aus sicherer Entfernung scannen. Nee, du denkst dich so, Gefahr töten. Also ich darf hier nicht zu lange draußen bleiben, sonst sterbe ich eindeutig. Habe ich ja gerade gesehen. Meine aus. Also die dann sich komischen. Bei dort. Strahlenbelastung innerhalb des Toleranzbereichs. Okay. Ich will jetzt auf total bis für aussteigen. Aber wenn ich so ein Teil bekommen könnte, schaut doch cool aus. Naja. Okay. Kann man die Teile scannen? Ich glaube schon. Ne? Das sind schon coole Teile. Schauen wir mal kurz. Okay. Scheinlich ruhig ist. Ja, wir sind doch schon in Anlage 2. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Ja. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschlafen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. So, sind wir jetzt schon drin? Ich glaube schon. Ja. Wo ist auch wieder so eine Nebenaufgabe? Kümmern wir uns lieber um das da. Wenn ich jetzt halt Nebenaufgaben so viele mache. Ja, könnt ihr euch ja denken. Die Cat haben ihn von Anfang an zugesetzt. Ja. Wenn sie schon zum Sicherheitsteam gehören, Husten dann sorgen sie auch für Sicherheit. Ich weiß, was ich tue. Bevor ich damit angefangen habe, gab es diesen Job gar nicht. Wenn wir scheitern, gibt es keinen unserer Jobs mehr. Wie kommen wir jetzt da auf? Das ist mir bewusst, danke. Ja. Naja, vielleicht ist das halt so beständig, dass man einfach eine Mauer holt. Vielleicht bin mir bewusst. Was ist das? Ah ja, stimmt. So, okay, jetzt hat. Und Boost! Am Arsch lecken. Das Teil ist so schwach, das kommt dann immer auf. Was ist das? Okay, jetzt ist es so braun. Blau. Blau. Also das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber irgendwie macht es uns langsamer. Ich schaue jetzt mal, dass ich den Weg nach oben finde. Warte mal ganz kurz, nach oben fahren. Das ist doch so was ähnliches. Ah, ja, da können wir rumfahren. Keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Okay, dann. So. Achso, dafür ist das da. Sechsrad, ja, okay, gut.
So wäre ich vielleicht doch hochgekommen. Jetzt nur mal gescheit gucken, dass wir schneller ankommen. Weil sind wir wenigstens etwas schneller. Die Geißel könnte gefährlich sein, aber wir sollten es überprüfen. Okay. Das Signal kommt von dem Bauwerk davor. Hier ist wieder ein Tech-Relais, das ist immer gut. Was ist denn dieses komische riesige Gebäude? Das ist auch schon ein paar von uns schon hier. Ein Shuttle. Ziemlich ramponiert, aber raumtauglich. Okay. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... Über uns? Ich seh's. Da oben bei dem Teil mit dem Gerüst. Hä? Was soll ich jetzt machen? Scannen. Oh, hier kann ich bestimmt doch irgendwas drücken, oder? Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Hä, ja, und hä? Ich verstehe. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen. Oh, eigentlich wäre es jetzt schon zu Ende. Aber wisst ihr was, das machen wir noch schnell zu Ende. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen. Es sind schon 25 Minuten vergangen. Okay, ein bisschen mehr, aber... schätzungsweise 25 Minuten. Ich war mal ein bisschen hin und rede nicht mehr so viel. Aber der Blick ist großartig. Ich weiß natürlich, wo sie sind. Oh, ist mir schlecht. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Ja, yep. Lösen wir das Rätsel. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wirkt instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Ey, der macht schon wieder voll gefällig. Oh! Die geht aber ganz schön ran. Weg da! Oder ich lege sie um! Wow! Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Wir stoßen Sie nicht weg. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ja. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real, hm? Ja, wir sind real. Und du bist ja auch ziemlich real. Ganz sicher. Mach mal gleich Späßle. Doch noch mal um, nur um ganz sicher zu gehen. Oh, nein, du bist Sau. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Eieiei. Also wenn das jetzt kein Flirt war, dann weiß ich jetzt auch nicht, was die zwei da gehabt haben. Alles klar. Und was passiert jetzt? Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh, 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 oh. Mist. Also ich schieße da jetzt gleich... Achso. Was ist jetzt los? Auf gegen Relikte. Von Habitat 7. Kann ich doch bestimmt auch noch scannen, oder? Ja, ich kann sie scannen. Oh, shit, die machen Schaden. Okay, wo ist der zweite? Das ist mir aber langsam auf die Eier, du Scheißteil. Okay. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen. Die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als PB auch besser. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ja. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Ich glaube schon. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pingt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken,
führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Das käme Ihnen gelegen. Also folgen wir der Spur. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, ja, ja, Sie meine Nachtpunkte. Werde ich schon nicht versuchen. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay, ja, ich werde es versuchen. So, ja, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, obwohl, ja, okay, ganz kurz nur. Faszinierend, hm? Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Unbedingt. Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, ein Mann nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Ihr Name. Ist PB ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jäger gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist okay. Schön kurz. Okay, jetzt haben wir was Falsches gemacht. Als Mädchen und ihre Logik. Was war es daran? Naja. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und Eos bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Ja, die kann sich echt nicht entscheiden. Sie fähig ist. Wie? Auf jeden Fall, das Gespräch führen wir auf jeden Fall weiter. Dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Ja, das werden wir jetzt dann noch herausfinden. Auf Wiedersehen. So. Okay. Auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ja, stimmt. Wo ist das Schiff? Also, falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst, okay, 6 Likes kamen ziemlich schnell zusammen. Lasst 7 Likes da und es geht dann wieder weiter mit einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Yeah!